Name ist Johnny. Johnny Balloni. Was meinst du? Ah, sorry, ich habe etwas vergessen. Ist mir entwischt, ist mir durch. Johnny Balloni, das hat sich am letzten Event herausgestellt. Und zwar war es so, dass ich am Event für die SBB Eröffnung von Wankdorf Bahnhof, der dort alles Lohnballöhnchen macht. Und dort war so ein Freestyle-Rapper. Er hat Knäckebrot oder Knacki oder irgendetwas mit Knäcken geheissen. Er hat mich da in seine Show einbezogen und dann haben wir da so Reime gesucht. Weißt du, so, Johnny macht keine Maroni, sondern Balloni und Cannelloni und was können noch Reime? Ja, Trapattoni. Trapattoni, das ist der. Weißt du nicht, wer Trapattoni ist? Das ist der mit Birnelehr. Nein, Kopfleer hat er doch dann im Interview gesagt. Genau, ein Fußballtrainer. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Wir sind abzweigend, das falsche Ort. Also in Zukunft ist es einfach so: mache ich Ballon, dann ich Johnny Balloni. Singe ich vom Tram und erzähle Geschichten vom Tram und in den Weltraum fliege, dann bin ich Traveler Johnny. Und wenn ich sonst Seich mache, so Kabis machen, ich bin da noch gut drin, dann bin ich der Johnny. Und sonst wäre ich der Hans, aber mir sagt nie jemand Hans, dann mache ich anscheinend den ganzen Tag nochmal Scheiß. Gut. Wenn man dazu steht, ist ja nicht so schlimm. Wir sind heute, nachdem ich mein letztes Film mit Ballonfiguren eingestellt habe, habe ich tausende von Mails bekommen. Was meinst du? Was meinst du? Ja gut, also. Es waren etwa 100 Mails. Was meinst du? Ja gut, okay, es hat mir einer geschrieben. Es hat mir einer geschrieben und hat gesagt, hey, das war ein cooles Film, könntest du mal noch so eins machen? Und darum möchte ich heute eins machen. Und ich möchte eins machen. Was soll ich sagen? Wir gehen ein bisschen in die Fauna. Etwas Tier, das sicher jeder von euch kennt, aus Filmen, aus Zeug, ein Ringelwurmmonster. Was? Ringelwurmmonster. Der lateinische Name kenne ich nicht. Man muss etwas mit Monster sein, es sieht also himmelgefährlich aus. Also King, vielleicht die Augen zu tun, wenn er fertig ist, so Augen zu haben, sonst können sie nicht schlafen. Also, wir gehen hinter das Ringelwurmmonster und dazu brauchen wir wie das letzte Mal ein Pumpeli, wie ich schon gesagt habe, da kommt Luft raus. Und mit dieser Luft kann man Ballon aufblasen. Ja, machen wir das Ballöhnchen. Seht ihr, das sieht so aus. Seht ihr, so gross. Dann tun wir das Ballöhnchen. Dann knüppeln. Das geht dann so. Und dann tun wir da so ein Knüppel machen. Ein Schlaufel machen. Ein Knüppel machen. Ein Schlaufel machen. Ja, ich weiss, es ist langweilig. Aber es braucht es jetzt für das Tier. Ja, und ein Knüppel ist Schläufer, seht ihr. Jetzt haben wir hier eigentlich so in zwei und so drei Schläufer. So sieht mal der erste Ballon aus. Wir brauchen noch einen mehr. So, Sousi. So, und jetzt machen wir den zweiten. So, ich tue den knüppeln. Und dann tun wir das zusammen vereinen, verknüppeln, oder verpflastern oder was ihr auch immer für ein Wort braucht für das. Es sollte einfach haben. Und dann machen wir es. Ja, ich weiss, es kommt ein Schläufchen, das Lückchen, das Schläufchen. So. Jetzt kommt der Teil, den viele lieben. Ja, aber ja, genau für den. Das ist der Teil, den viele lieben, wenn man kaputt geht. Nein, geht nicht kaputt. Definitiv nicht. Das ist einfach wieder aufgegangen. So, jetzt kommt eben, ja, jetzt kommt der Teil jetzt einfach sitzen gut. Denkt, ich kann Ballon, nichts anderes. Und tue das da rein. Fertig. Ja, es schaut ja ein Kind zu. Das geht mir um das. Nicht da. Das ist nicht lustig. Gut, wieder. Dann gehen wir da durch. Ich sehe, oh, wieder durch. Dann gehen wir da durch. Ich sehe, wieder durch. Da durch. Ich
links, hè, dan weet ik weer nog maar hier is een stengel. Dus dan hier alles hetzelfde, hè. En dan vermachten. Dus dan dingen, dan gaan we weer. Dat is ja best knort, hè. Goed, we brauchen natuurlijk nog een ballonje. Een van vielen met een andere Farbe. Jetzt sind die gefragt, die een feine Händchen hebben. Een beetje kneten, weil wir müssen etwas machen. Wir müssen den Luftteil in die Mitte schieben. Und das macht man am besten gesehen, wenn man jetzt so anfängt. Een beetje rumdrücken. Ja, es ist schrecklich gekippt. Ich habe gerade alle denken, gegen etwas anderes, als es wirklich ist. Gut, dann müssen wir etwas in die Mitte finden. Das sieht nicht schlecht aus, seht ihr? Also, jetzt gehen wir wieder zu unserem Knüppel hier. Dann nehmen wir das hier. Seht, jetzt ist das Geheimnis. Jetzt bitte ich dann schnell die Kinn einzuspliessen oder auch schnell die Augen zuzuschauen. Und jetzt kommt natürlich der gefährlichste Teil vom Ganzen. Ja. So. Man sieht, also schon, also es ist, der Anblick ist schrecklich. Also, ein Ringelwurmmonster. Falls ihr es noch nie in eurem Leben habt, das Ringelwurmmonster gesehen habt, gibt es übrigens in jedem tropischen Urwald. Dann sieht es so aus. Und wo man es haben kann, ist bei Johnny. Und vielleicht geht ihr mal auf die Website, kann man dann anlassen, dann machen wir auch so ein Ringelwurmmonster. Ist das gut? Wenn ihr ganz lieb fragt, dann bekommt ihr eins. Man muss einfach ganz lieb fragen, oder es kostet ein Lächeln. Und das Lächeln kann man nur, wenn man mit beiden Mulecken gegen die Tore zielt. Tschüss!